alles neu, macht der Mai. Deshalb sollst du heute unbedingt dranbleiben. Ich habe eine richtige spannende Sendung vorbereitet. Und warum, dass es bei uns in der Redaktion heute rund gegangen ist, Telegram-Channels voll sind, Facebook und Google sagt, Bitcoin ist momentan die Nummer 1. Darum solltest du dir heute diese Sendung unbedingt anschauen. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, ich bin der Martin und normalerweise stehe ich ja zum Zweiten mit einer Kollegin und einem Kollegen, aber momentan sieht es so aus, dass wir ja den Coronavirus in unserer Gegenwart haben und deshalb gibt es auch hier eine Meta-Beschränkung, aber ich glaube, alles neu macht der Mai. Nicht nur das Bitcoin-Halving steht vor der Tür und steigende Preise sind vorprogrammiert, sondern auch Facebook Libra hat einiges auf den Markt gerufen und da bin ich natürlich ganz stolz darauf, heute ganzzeitig in der Früh richtig gut darüber zu berichten. Ja, in unserer Redaktion ist es ja seit gestern Abend richtig rund gegangen und man merkt natürlich auch bei Google Search, dass das angehende Bitcoin-Halving in gesamten 11 Tagen wirklich hier die Suchanfragen von Bitcoin kräftig nach oben schraubt und auch die Marktkapitalisierung hat sich schön nach oben katapultiert und die Telegram-Channels sind wieder voll, die Leute kommen wieder aus den Löchern und sprechen alle über Bitcoin und eine kleine FOMO-Welle ist natürlich auch passiert, denn der Bitcoin hat in kürzester Zeit in den letzten paar Tagen 9.200 Dollar durchbrochen, in den letzten Tagen wurden fast 20% gut gemacht vom letzten Preis. Und natürlich auch die Altcoins haben auch nachgezogen. Ja, die Bitcoin-Uhr habe ich ja hier schon eingestellt. Die Vorprogrammation von diesem Block ist eigentlich der 10.11. Mai geplant. Und ich glaube, man kann wirklich schon stolz auf diese Zeit zurückblicken. Und alles neu macht der Mai. Nicht nur die Ausgangsbeschränkungen werden auch gelockert in Zukunft jetzt in den meisten europäischen Ländern. Die Sonne lacht wieder und die Leute fangen wieder an, Geld zu verdienen. Geschäfte werden geöffnet, Gastronomie darf im Mai eröffnen und das Wichtigste ist natürlich auch das Bitcoin-Halving. Ja, was heißt das Bitcoin-Halving? Momentan wird pro Block 12,5 Bitcoins ausgeschüttet an die Miner und das soll sich hier halbieren. Um den 10.11. Mai nach einer gewissen Blockgröße gibt es für die Miner nur 6,25 Bitcoins für die Ausschüttung für einen gemeinten Block. Das heißt, insgesamt werden ja 21 Millionen Bitcoins geschürft oder sind im Umlauf. Davon kann man eigentlich zurückblicken, dass einige schon verloren gegangen sind, weil vielleicht damals die Schlüssel der bekannten privaten Wallets verlegt worden sind. Also ich glaube, dass hier so man 17, 18 Millionen im Umlauf sind und ganz, ganz anders als beim amerikanischen Dollar, wo ja Präsident Trump immer wieder nachdruckt oder auch die Europäische Zentralbank immer wieder Geld nachdruckt und deshalb auch in der Krise der große Aktieneinbruch noch nicht passiert ist. Und das ist natürlich auch schlecht für die Inflation in Zukunft und dafür möchte ich noch etwas warnen, den Hype noch nicht zu mitnehmen beim Aktien- und Fondsmarkt, denn ich glaube, da werden wir noch richtig große Überraschungen in Zukunft erleben, denn wenn der Markt dann wieder läuft und trotzdem Insolvenzen angemeldet werden, wird es irgendwann einen Aktiencrash geben, auch die Immobilien wird es erwischen, Banken wird es etwas erwischen, dass vielleicht die eine oder andere Bank auch Insolvenz anmeldet, weil einfach zu viel Geld im Umlauf ist und das kann natürlich beim Bitcoin nicht passieren, sondern der Bitcoin ist genau geregelt auf 21 Millionen Stück und das prognostiziert natürlich einen dementsprechenden Anstieg. Ja, was macht natürlich der Anstieg von Bitcoin aus? Es wird immer der Preis bestimmt an der Börse, der eine verkauft, der andere kauft und momentan sieht es so aus, da ja das Bitcoin-Halving ansteht und immer ein Garant ist, für gute Zahlen ist etwas FOMO im Spiel. FOMO heißt nichts anderes, die Angst etwas zu versäumen und da kann schon mal richtig raufgehen vor dem Bitcoin-Halving und momentan sieht so aus, wir schreiben genau bei der Marktkapitalisierung, ich schalte schnell mal um, ja, richtig gute Zahlen, da macht es richtig Spaß, knappe, schlappe 260 Milliarden Dollar, die letzten zwei Tagen ging es rauf um 40 Milliarden Dollar und wir sehen das hier ganz schön, der Bitcoin
ist momentan bei $9.198. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Wir sollten bald mal das Allzeithoch sehen. Und auch die Altcoins haben es richtig Gas gegeben. Das heißt, auch die ersten drei. Ethereum stieg hier in den letzten 24 Stunden um 12%. Ripple mit ihrem Token XRP, was ja der Bankencoin in Zukunft sein sollte, hat auch hier eine schöne Performance hingelegt. Und dazu bin ich natürlich hier sehr, sehr bullisch eingestellt. Wegen den Altcoins, denn die Bitcoin-Dominanz sieht man hier oben, beträgt noch 65%. Und wir haben Bitcoin-Dominanz schon auf 70% gesehen, wir haben sie aber auch schon auf 58% gesehen. Und da macht natürlich hier das Feiern Spaß, wenn man in der Früh aufsteht, man schaut in den Telegram-Channel, alle Leute sind wieder online, die Kurse steigen, auf dem Wallet ist alles grün. Und so kann der Mai für mich persönlich auch beginnen. Aber man sollte natürlich auch darauf aufpassen, die Weltwirtschaftskrise sollte man nicht außer Acht lassen. Ich hoffe natürlich, dass es bei dem Halving noch zu einem Allzeithoch kommt. Und einer meldet sich nochmal zurück und das ist Facebook. Facebook gibt richtig Gas und wir haben ja letztes Jahr erlebt, was eigentlich so passiert ist mit Facebook, denn die haben die Schlagzeilen in den Mainstream gebracht, sie möchten eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen und können dadurch 3,5 Milliarden Menschen erreichen. Dann gab es nicht so positive Schlagzeilen, denn die Regulierungsbehörden haben gesagt, oh, wir wollen das eigentlich gar nicht, dass Instagram, WhatsApp und Facebook mit 3,5 Milliarden Menschen hier erreicht werden. Und möchten ja hier einen Stablecoin, also einen gebundenen Coin, der einen Richtpreis hat, auf den Markt bringen. Und da haben sie regulatorische Probleme über die Globalisierung gehabt. Und jetzt haben sie einen neuen Mann eingestellt, der das Ganze wieder auf die richtige Schiene bringen soll. Und ich glaube, das Projekt Libra sollte man nicht aus den Augen lassen, nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach um Werbung zu machen, hier auf dem Bitcoin, auf dem Kryptomarkt hier wirklich, ja, den Mainstream zu erreichen. Und es war ja immer in der Vergangenheit immer eine Grauzone, diese Kryptowährung. Mittlerweile springen ja Banken und auch der Mainstream drauf auf. Und wenn der Bitcoin natürlich noch jetzt in die richtige Richtung schießt, dann gibt es natürlich immer positive Schlagzeilen und auch hier die Dominanz steigt natürlich im gesamten Markt und natürlich auch die Google-Anfragen. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Bin sehr, sehr bullish. Heute um 4 Uhr in der Früh raus habe ich schon gesehen, Telegram-Channel ist voll. In der Redaktion haben wir schon die besten Beiträge aktualisiert und da habe ich mir gedacht, stelle mich ganz schnell vor die Kamera und bringe euch die neuesten Infos. Also, unbedingt dranbleiben beim Cryptocurrency-Markt, wenn man das so schön sagen kann. Unbedingt einmal reinschauen unter CoinMarketCap. Ich poste auch hier den Link darunter. Da könnt ihr immer die Marktkapitalisierung ansehen. Die kann man auch in Euro oder in Dollar umstellen. Der Weltmarkt wird eigentlich in Dollar berechnet. Momentan steht man bei schlappe 260 Milliarden Dollar. Ich kann euch noch einmal einen Tipp geben. Die Gesamtmarktkapitalisierung war beim Bitcoin-Allzeithoch, wie der Bitcoin auf $20.000 war, haben wir sage und schreibe 800 Milliarden Marktkapitalisierung gehabt. Also knapp das Vierfache und da steht uns noch einiges ins Haus. Und wenn wir natürlich jetzt in den nächsten 2-3 Wochen noch einen Hype sehen, bin ich nicht abgeneigt und ich hoffe ihr auch nicht. Und dazu wünsche ich mir natürlich auch, wenn euch der Beitrag gut gefallen hat, einmal kurz liken, YouTube-Channel abonnieren, dann seid ihr immer bestens informiert und würde mich natürlich auch freuen auf eure Kommentare. Und wir sind natürlich auch außerhalb von YouTube erreichbar, da gibt es ja den Telegram-Channel, wo ihr eure Meinungen mit unseren Moderatoren wirklich zeitecht oder in Echtzeit sogar diskutieren könnt, auch außerhalb der Cryptocurrency. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in die, ja, in den Mai eigentlich, in das Wochenende, in den Mai und freue mich natürlich über zahlreiche Kommentare und einmal liken, das tut mir auch gut. Ich würde euch sagen, danke, schön, dass ihr da wart und bis bald.